Oh, ihr seid ja schon online. Entschuldigt bitte. Aber das ist so eine tolle Lektüre hier. Naja, erstmal zu meinem Einleitungstext. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Und heute kommt was, was ich immer persönlich besonders toll finde, nämlich ein Buch bzw. ein Heft. Aber bei 204 Seiten kann man schon mal von einem Buch reden. Und zwar haben wir hier die neueste Ausgabe der Nuts and Bolts, die Nummer 44, 5 cm SIG, was nichts anderes heißt als schweres Infanteriegeschütz, 33, auf Fahrgestell Panzer 2, Panzer 3 und dem Sturm Infanteriegeschütz 33. Wir haben 204 Seiten, A4 Leinbindungen, ca. 275 Bilder plus 199 Bilder noch von Originalfahrzeugen, von Vorschriften, die dazukommen, 142 Farbbilder von Fahrzeugen aus Museen, aus privaten Sammlungen und so weiter und so fort. Dann haben wir 34 Bilder von Modellen und von meinem guten Freund, lieben Dekomnik, haben wir hier noch 12 Farbtafeln, die man sehr schön sehen kann. Und das Beste ist der Preis, der um die, oder knapp unter 32 Euro liegt. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach an, was wir dafür so bekommen. So, die Nuts & Bolts Hefte, die sind wirklich von und für Modellbauer gedacht. Spiegelt sich auch immer wieder im ganzen Buch hier. Wir haben hier halt Bilder von gebauten Modellen. Es wird darauf eingegangen, was für den Modellbau interessant ist. Wir haben nicht nur einen Einblick hier in technische Aspekte, sondern auch in die Gliederung, welche Einheit wann welches Fahrzeug wie wo erhalten hat, wo die Fahrzeuge eingesetzt wurden, Einsatzzeiträume, all das, was der geneigte Modellbauer oder natürlich auch der militaristisch interessierte Leser erwarten kann. So, dann natürlich auch etwas zur Geschichte der SIG 33. Darauf wird eingegangen, auf die Fahrzeuge, welche Fahrzeuge damit eingesetzt worden sind und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, wirklich gut gemacht worden, das Ganze. Blätter hier immer mal so ein bisschen rum. Jetzt kommt halt auch viel Text, wie ihr das hier schön sehen kann. Ich gehe nochmal ein Stückchen runter. So genau, jetzt ist alles drin. So, interessant zum Beispiel ist dann auch der Einsatz auf dem, also hier haben wir erstmal die Bilder von dem FCG-Geschütz. Das gab es natürlich in der gezogenen Variante oder halt auch in der Variante Hü-Hot natürlich, nicht Mod, also mit Pferd und Wagen und halt auch die gezogene Variante mit dem Gummibereifen oder den Gummireifen. Hier könnt ihr es schön sehen. Wurde dann halt, um mobiler zu sein, um der Infanterie ihre schwersten Geschütze auch besser oder schneller folgen zu können oder halt auch um direkte oder schnellere Feuerwirkungen vor Ort geben zu können, dann verlastet. Und da kann man das hier schön sehen. Dort haben wir eine, ich möchte es mal nennen, Zwischenlösung auf dem Panzer 2, wurde ein bisschen verlängert das Ganze. Hat sich nur ohne, und das ist eigentlich das Fatale dran gewesen, es wurde ohne eine Erprobung, wurde es so direkt nach Afrika verschifft. So viel kann ich auch schon mal spoilern. Dass die Fahrzeuge haben relativ gelitten unter der Hitze, unter dem Staub und sind dem, was sie eigentlich machen sollten, gar nicht so richtig gerecht worden. So, und was uns hier auf jeden Fall auch auffällt, das sind die wunderbar schön scharfen Bilder, die wir hier sehen von diesen Fahrzeugen, von diesen Einsätzen, die hier so zu sehen sind. Dann geht das Ganze hier schon weiter auf dem Panzer 3 Fahrgestell. Dort war das Ganze schon anders. Das Ganze war auch hier gepanzert, wurde zuerst an der Ostfront in Stalingrad eingesetzt. Also da schon mal ein bisschen was zur Historie. Und hier sind auch sehr seltene Aufnahmen drin von dem SIG auf Truppenumbau. Panzer 3 gab es relativ wenige Aufnahmen. Hier sind welche zu finden. Und hier, was ich euch vorhin schon gesagt habe, die gezeichneten Bilder. Da im Maßstab 35, hätte ich jetzt gesagt, natürlich, aber wunderbarerweise. Dort kann man nämlich wunderbar sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Wenn man das nämlich dann als Modell plant, ist das hier sehr schön wiedergegeben. Entschuldigt bitte, sehr schön wiedergegeben, das Ganze. Das heißt, dass man dort auch gucken kann. Das Gleiche gilt natürlich auch hier für dieses Modell. Beide Modelle oder alle drei Modelle von dem SIG 33 oder aber auch hier von dem Sturminfanteriegeschütz auf Panzer 3 gibt es von der Firma Dragon oder gab es. Mittlerweile sind die relativ schwer zu bekommen.
das Problem mit den Dragon-Modellen ist ja weit bekannt, sind immer, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Referenz. Und dann wird das Ganze natürlich auch noch untermalt durch Museumsbilder hier aus den verschiedenen Museen dieser Welt. Also da haben sich die Macher von Nuts & Bolts nicht lumpen lassen und wirklich alles habhaft, was sie sich ja habhaft machen konnten, dann hier auch zu Besten gegeben. Leider sind die russischen Varianten, naja, ich sag's mal, nicht immer ganz korrekt restauriert oder auch bemalt worden. Aber auch hierauf wird sich dann, ja, berufen oder eingegeben. So, und ich denke mal, wenn man dieses Modell bauen will, wir haben ja auch teilweise Inneneinrichtungen, obwohl da auch viel fehlt, dann kommt man wirklich hier drumherum nicht. So, gehen wir nochmal hier zum Schluss. Genau, Funkanlage haben wir hier nochmal. Dann hier das Zubehör, was wir dann noch so haben. Und natürlich auch hier Sachen von Modellbau. Hier hat mein guter Freund, der Roland Gret, das in Eigenregie umgebaut. Sehr gut, wie ich finde, da das Modell von Dragon doch leider ein bisschen sehr fehlerhaft ist. Hier haben wir das Proton nochmal auf der Panzer 3 freigestellt und da sind wir auch schon durch. Zum guten Schluss, denke ich mal, sollte man nochmal darauf hinweisen, dass es auch noch mehrere Bänder aus diesem Verlag gibt von der Firma Nuts & Bolts und ich kann euch wirklich, wirklich jeden einzelnen ans Herz legen. Ja, kommen wir zur Schlussbetrachtung. Von mir ganz klare Kaufempfehlung. So, beide Daumen dafür hoch. Dann bedanke ich mich recht herzlich vor der Firma Nuts & Bolts, ganz besonders bei Heiner Duske, dafür, dass wir hier ein Exemplar zur Vorstellung erhalten haben. Dankeschön dafür. Denke ich mal, dass oder die Bilder sprechen hier für sich. Also das ist wirklich erste Sahne und gerade für den Modellbauer zugeschnitten und daher eine klare Kaufempfehlung. Dann bedanke ich mich wie immer bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Christian.